Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge vom Holzfäller-Tycoon. In den letzten beiden Spezialfolgen haben wir uns ja beschäftigt mit den Bäumen und deren Geldwert. Da hatten wir ja schon die Eiche, die Ulme, die Kirsche und die Kiefer. Die Birke, die Walnuss, das goldene Holz und das grüne Holz. Und heute fahren wir mit dem Schiff auf die nächste Insel. Das nennt sich Tropical oder Tropik. Und dort gibt es auch einige neue Bäume und ein paar alte Bäume. Alte Bäume, die wir schon kennen, die sich dort befinden, ist die Birke und die Ulme. Die haben wir ja schon kennengelernt. Und heute lernen wir etwas Neues kennen. Und zwar das gute Stück. Und dieses gute Stück nennt sich Akazie. Und hat auch so ein... Naja, nicht ganz Schoko, dunkel Schokofarbend, aber ein bisschen Schoko. Also nicht ganz so dunkel wie letztes Mal die Walnuss. Sieht aber von außen wieder, tja, wie viele Bäume aus, so gräulich. Nur dieser Baum hat mega, 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 mega breite und dicke Äste. Also man braucht auch auf jeden Fall viel Zeit und viele Schläge, um diesen Baum klein zu machen. Aber ist auf jeden Fall auch eine nette Farbe. Wie gesagt, der nennt sich Akazie. Und dann haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, das beliebteste Holz, nenne ich es mal, was jeder unbedingt haben will. Das ist in der tollen Höhle. Und das nennt sich, tada, Blue Wood, blaues Holz, wie auch immer. Kann man nennen, wie man möchte. Hier oben, wie gesagt, wieder einmal, wie der Baum aussieht. Ich habe da jetzt mal ein grünes Holz zwischengelegt, dass man mal den Farbunterschied ein bisschen besser sieht. Also so sieht der Baum unbehandelt aus, mit einer etwas dunkleren Außenhaut und innen halt dieses helle Leuchteblau. Ja, ist halt der beliebteste Baum hier auf unserer tollen Insel, weil der halt so neonfarben leuchtet. Alle wollen diesen Baum haben und bauen sich daraus Tische, Stühle, Wände, was auch immer. Ich meine, so ein paar Farbakzente, da fetzt dieser blaue Baum schon, aber ein komplettes Haus aus diesem blauen oder diesen roten Lavabäumen zu bauen, nicht mein Geschmack, aber okay, kann ja jeder machen, Gott sei Dank, wie er möchte. Ja, so sieht das Ganze erstmal aus, was wir... Ich sag mal, relativ... na gut, das blaue Bäumchen hier hat doch schon einige Probleme, dieses zu bekommen in dieser Höhle, wenn man nicht genau weiß, wie der Weg ist. Der Weg ändert sich ständig, aber alle anderen Bäume, die ich vorgestellt habe, sind wirklich relativ leicht zu bekommen. Und das sind halt die 2, 4, 6, 8, 10 Bäume, die man, ja, bekommen kann. Dann gibt es noch einen Baum, den man, wenn man mit dem Schiff fährt zu der Insel, rechts und links daneben, wenn er nächstes Mal über die Reling schaut, gibt es zwei so eine kleine Inseln. Und da gibt es noch Palmen, so heißen die. Palmwood, das ist auch so ein weißes Holz, aber da kommt man anscheinend nicht hin, ohne irgendwie durch Zufall einen Glitch zu erwischen und da irgendwie hinzubacken. Wie gesagt, ich habe es noch nicht probiert, wie man da hinkommt, ob man da hinkommt. Ich habe davon noch keine Ahnung. Diesen Baum habe ich noch nicht. Und dann gibt es noch zwei Bäume, die es nicht mehr auf den ganzen Inseln gibt, sondern nur noch zu erwerben sind bei irgendwelchen eventuellen seriösen oder nicht seriösen Händlern. Und das ist dieses Spooky-Holz und so ein Neon-Gold-Holz, nenne ich mal. Und da kann ich ja noch ein paar Fotos mal hier mit ins Video schneiden, dass ihr die zumindest mal gesehen habt. Aber wie gesagt, die habe ich nicht. Weder gekauft noch irgendwie was anderes mal davon gesehen. Nur im Forum davon gehört. Ja, das war's auf jeden Fall
von den ganzen Bäumen und ihren Arten. Dann nehmen wir noch zum Schluss ihren Geldwert unter die Lupe. Und zwar hier bei der Akazie. Wie gesagt, ich habe es ja in den anderen Videos schon gesagt, es handelt sich immer um diese Größe von dem Würfel, Seitenlänge 1x1x1. Und das Geld, was man für diesen Würfel bei dieser Akazie bekommt, sind 25 Moneten. Ist ganz ordentlich, vergleichbar oder fast vergleichbar mit dem Lavastein. Finde ich ganz interessant. Aber gut, okay, man muss ja auch 400 Dollar hin zu der Insel bezahlen fürs Schiff und wieder 400 zurück. Also das ist schon ordentlich. Aber gut, wenn man da mit mehreren Leuten oder mit mehreren Hängern fährt, ist das schon auf jeden Fall super. Und unser blaues Bäumchen hat einen Wert bei dem kleinen Würfel von 35. Ist fast das Beste. Gold hatte 36. Also Gold und dieses blaue Holz sind die wertvollsten von denen, die man kriegen kann. Und das ist schon ganz ordentlich. Zum Verkaufen vielleicht nicht so geeignet. Bei 35, da hat das Gold wie gesagt 36. Aber man muss A, erstmal die Höhle durchforsten, wissen, wie es rein und raus geht. Man muss auf das Schiff warten. Vielleicht muss man darauf 10 Minuten warten. Beim Rückweg nochmal 10 Minuten. Dann die 800 Dollar bezahlen fürs Schiff. Man kann nicht mit 25 Hängern in die Höhle fahren, weil es völlig verwinkelt ist. Man kommt damit so langen Autos nicht lang. Also zum Verkaufen lohnt sich das definitiv nicht. Also nicht bei dem normalen Holzverkaufsshop. Aber als Farbakzent finde ich das sehr, sehr gut. Ansonsten, tja, macht daraus was mit den Informationen oder nicht. Das sind auf jeden Fall die Bäume, die man kriegen kann. Ich bedanke mich für diese Spezialreihe, die drei Folgen der Bäume und dessen Geldwert. Wir sehen uns, macht's gut, ciao, ciao.